Schade. Okay, das ist scheiße. Verdammt. Das heißt, theoretisch müsste ich alles, alles, was hier steht, auf eine rotierende Plattform bauen. Dann würde sich die ganze Plattform jedes Mal drehen wie das Ding hier. Holy shit, das ist zu extrem. Das ist viel zu extrem. Das wird mich eine Menge kosten, aber ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn wir das so machen, weil dann haben wir wirklich eine kleine Raffinerie hier, die uns schön die Sachen alle herstellt und lagern kann. Nicht so geil. Moment. Jetzt mal gerade ganz kurz die Tech ein bisschen. Achso, der geht immer von der Mitte aus. Okay, dann ist das natürlich dann doof. Macht halt so, kein Problem. So, dann hier, zack, schön alles umbauen hier. Das reicht sogar, ne? Ey, das reicht sogar perfekt. Mega nice. Ah, leider reicht es hier nicht ganz. Das ist nicht so schlimm. Okay, Moment, das ist doof hier. Moment, ich muss das so bauen. Komm schon. Ja, danke. So, und... Du noch da dran und ich würde sagen, ach komm, den tun wir einfach. Ist nicht so tragisch. Zack, zack, zack. So. Dann haben wir das nämlich geschützt hier erstmal. Und dann müssen wir das eigentlich nur noch mit Batterien ausstatten, dass wir hier auf jeden Fall Schutz ein bisschen haben. Habe ich noch Batterien? Habe ich bestimmt noch, oder? 35 Stück, locker. Locker. Ich habe so noch eine Ionenbatterie. Das ist sehr geil. Dann setzen wir die mal hier rein. Dann setzen wir hier hinten die Reparaturblasen dran. So, ja, Schild und Reparaturblasen habe ich eigentlich genug. Also da dürfte mir nichts passieren in der Richtung. Aber ich will mal gerade nochmal gucken. Und zwar, pass auf. Ich will natürlich hier gucken, dass ich das dann auch zu Ende baue, das Ganze. Pass mal auf. Sagen wir mal zum Beispiel, was habe ich jetzt da drinne? Ich habe die schwarze, ich habe die blauen, okay, warte mal. Zum Beispiel die. Kann ich die herstellen lassen? Ja, komm, er fordert sie automatisch an. Wie geil ist das denn bitte? Tack, 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 tack. Okay, mir fehlt dieses Rhodit fehlt mir noch. Okay, ich müsste Rhodit finden. Also im Übrigen, apropos, mal gerade eben zu meinem Dingens da hinten fahren. Oh, Moment. What the fuck? Wieso steht da so ein kleiner Tech unter mir? Was ist denn mit dem los? Den Tech noch da eben kalt machen, den kleinen. Zack, der ist tot. Und dann mal gerade ganz kurz zu meiner Tech hin, zu meiner kleinen Raffinerie fahren. Die da hinten ist. Das sieht schon sehr gut aus auf jeden Fall. Aber der hat schon gut gesammelt. Guck mir das mal an. Der hat schon echt gut gesammelt. Aber nicht so viel, wie ich eigentlich dachte. So ist besser, ne? So ist auf jeden Fall besser. Okay, also das funktioniert, wie ich wollte. Das ist auf jeden Fall schon mal schön zu wissen. Das müsste ich halt nur immer gucken, dass ich halt eine Menge Kram mit mir mitnehme, dass ich das da alles schön lagern kann, ne? Aber das ist ein cooles System, muss ich sagen. Also das ist schon wirklich fett. Fett, fett, fett. Habe ich eigentlich auch die Herstellungseinheit von dem Dingens? Von dem Hawkeye? Ein Fabrikator habe ich nur. Was ist denn aber der Fabrikator? Was war das denn nochmal? Ist das das Ding? Moment, ich muss mal gerade gucken. Eigentlich nicht, das ist ja dann die Herstellungseinheit. Also eigentlich ja nicht. Da backt irgendwie was ein kleines bisschen rum, guck mal. Und wieso hängt denn das dahinter? Das ist
ist denn da los? Was ist denn... Moment mal. Was ist denn da los? Wir sind denn schon... Nein, will ich nicht. Oh Mann, das ist so kotzen manchmal. Das ist aber auch mit der rechten Maustaste, ne? Die Kamera bedienst aber auch rechts, wenn du auf einen Tag gehst, automatisch bedienen kannst, was du mit dem machen willst. Grr. Guck mal, wieso sind denn hier solche Sachen dahinter? Was ist da denn los? Da ist irgendwas schiefgelaufen gerade. Naja, egal. So, jedenfalls. Gucken wir mal gerade. Habe ich denn noch eine Herstellungseinheit zumindest von diesem Geocorp? Lieferkanone, Komprimierer, Raffinerie, Fabrikator, Abbaudingen, Lieferkanone. Gibt's das denn von Geocorp? Von diesem GSO? Verschrotter, Förderanlage, Fabrikator, Raffinerie, Komponentenfabrik, Lieferkanone. Was ist denn eine Komponentenfabrik? Was kostet die? 700. Was kann die denn? Was kann die? Ah, guck mal. Ah, krass, guck mal. Die stellt die Sachen hierher. Ach, krass, guck mal. Ah, interessant. Okay. Also brauche ich die quasi auch, ne? Ich brauche das Ding quasi auch noch. Vorher. Ich bräuchte das Ding quasi auch vorher noch. Ah, interessant. Okay. Ja, man muss jetzt so ein bisschen reinwachsen in das Ganze. Man, ich kenne das ja auch alles nicht, ne? Lieferkanone, Raffinerie, Fabrikator. Ah, es ist dasselbe. Okay, das ist das Ding halt, um die GSO-Sachen zu bauen. Das heißt, ich habe ja schon... Das heißt, ich habe sogar schon das Hawkeye-Ding. Ja, ist ja geil. Ich habe das Hawkeye-Ding schon. Das ist ja cool. Also ich könnte jederzeit die Sachen hier schon herstellen, wenn ich Bock hätte dazu. Das ist ja mega. Lieferkanone, Raffinerie. Ich hätte gerne das Terminal, hätte ich gerne. Das kann ich bestimmt nicht bauen, das Terminal, ne? Verankerter Mace, den gibt es noch nicht. Verschrotter gibt es noch nicht. Fabrikator, Lieferkanone, Raffinerie, Terminal. War klar, dass das noch nicht geht. Schade, Klasse 3. Ich bin aber Klasse 3. Unbekannter Block. Dieser Block muss entdeckt werden, bevor weitere Informationen verfügbar sind. Aha, das heißt, ich muss den einmal kriegen. Und den kriegst du ja wahrscheinlich nur, wenn du Max-Level bist. Logischerweise. Logischerweise, logischerweise. Ja, aber das ist natürlich sehr, sehr geil. Das freut mich natürlich, dass sowas funktioniert. Müssen wir nur gucken, dass wir... Ja, klar, pass auf. Pass auf, ich weiß, wie ich das baue. Ich weiß schon genau, wie ich das baue. Gut, dass ich ein bisschen Faktore gespielt habe. Das hilft mir nämlich jetzt gerade ganz gut weiter, hier, dass ich schon mal Faktore ein bisschen gespielt habe. Das heißt, das Faktore-Spielen hat mir, in dem Sinne hilft mir das gerade sehr, sehr gut. Wir werden das folgendermaßen machen. Geh mal gerade weg. Und wenn du die Sachen nicht mehr hast, ist auch nicht so schlimm. Scheißegal. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich baue das auch nochmal gerade ab. Aber es wäre besser, wenn ich den Turm, glaube ich, hier hinsetze. Ich glaube, ich baue den Turm lieber hier hin. Vielleicht lieber hier hin. Moment. Wir haben den ja fotografiert. Das ist ja der Turm, habe ich den, glaube ich, genannt. Verteidigungsturm, speichern. Ja. Gehen wir mal gerade auf meine kleine Tech drauf. Genau, machen wir nämlich das gerade. Wir bauen den ab. Und bauen den Turm nämlich jetzt hier hin. Energieturm? Nein, der geht nicht. Der ist leider im Creative gebaut worden von mir. Da. Position blockiert. Fahr mal gerade mein Tech. Moment, fahr mal gerade weg. Ja, dann halt nicht. Weil es wäre besser, wenn er stehen bleiben würde, sonst fährt er nämlich die ganze Zeit hier rum, das nervt. Jetzt übertreib nicht, jetzt komm. Aha. So, Moment. Nochmal. Also hier würde er hingehen, hier leider nicht. Schade. Aber hier.
Ich hätte den jetzt dann doch schon gerne lieber hier hinten stehen. Warte mal gerade, pass mal auf. Damit wir uns mal hier besser bewegen können, ne? Wo ist der kleine schnelle Flitzer? Da. Damit wir uns mal ein bisschen besser uns bewegen können, ne? So, nochmal. Techladen. Wo ist der Turm? Verteidigungsturm. Fehlende Blöcke. Oh. Okay, ja, nicht schlimm. Bauen wir die eben ab, weil wir haben davon nur die hier, leider. Geht doch. So, wo kann ich den hinsetzen? Hier kann ich den hinsetzen, ne? Hier ginge. Hier ginge auch. Das Dumme ist, der ist nur nicht hier in Reichweite. Ich hätte ihn gerne wirklich doch hier vorne stehen. Weil wir wollen ihn dahin. Baue ich den kleinen Turm doch lieber dahin. Ja. Dann kann ich das hier eigentlich alles schützen. Ich könnte theoretisch... Wir könnten das alles noch hier dran bauen. Theoretisch. Den Turm in die Mitte stellen, das alles hier dran setzen. Dann hätte ich eine richtig fett geile Basis. Hätte ich eine richtig fett geile Basis, hätte ich dann. Dann habe ich hier meinen Rohstofflieferanten, der mir hier alles reinsaugt. Ne? Und die ganzen Batterien und sowas würde ich alle noch... Was ich mich frage, Moment, das will ich mal gerade nachgucken. Geht das, dass ich einen rotierenden Block auf einen festen, definierten Block stellen kann? Also ob ich auf sowas noch einen rotierenden Block machen kann? Wenn ja, kann ich mir eine richtig fette Basis aufbauen. Wir gucken mal gerade nach, ob das funktioniert. Ich brauche einen rotierenden Block. Mittlere Achse? Ich brauche einen rotierenden Block, Kollege. Rotierende Verankerung. Haben wir doch. Moment. Kann ich da jetzt was draufsetzen auf die rotierende Verankerung? Moment, erstmal einen Block gucken. Ich glaube nicht, ne? Kann ich da jetzt was draufsetzen? Da ginge das. Okay. Relativ ungeil für mich. Das heißt, das geht wahrscheinlich nicht, ne? Sehe ich doch richtig. Pass auf, wir gucken mal gerade nach, wenn ich jetzt dann eine KI dran setzen würde. Schade. Okay, das ist scheiße. Verdammt. Das heißt, theoretisch müsste ich alles, was hier steht, auf eine rotierende Plattform bauen. Dann würde sich die ganze Plattform jedes Mal drehen wie das Ding hier. Holy shit, das ist zu extrem. Das ist viel zu extrem. Nee, das ist viel zu extrem. Das kann ich leider nicht bauen. Leider nein, leider nein. Leider nein, leider nein. Ja gut, okay. Ja, da muss ich mir echt noch was überlegen, was ich da machen will. Oh, da hinten ist eine Hawkeye-Tech. Moment. Mal gerade aus der Verankerung raus, Kollege. Genau wie du. Du könntest dich auch mal gerade mal eben regenerieren. Du hast mich noch halbes Leben. Mach mal gerade hier Verankerung, Kollege. Zack. Danke sehr. Das ist jetzt wieder mal gerade so, weil das ist einfach so leichter. Sachen einzusammeln, einfach in die Mitte stellen. Dann killen wir den da. Killen wir den da hinten noch eben. Problem ist. Danke. Was ist mit dir los? Ich glaube, es hackt. Da greift er mich einfach an, der Pfosten. Ist ja unglaublich. Da nimmt er sich raus, mich einfach angreifen zu dürfen. Ich glaube echt, es hackt. Ich glaube, du hast den Knall nicht gehört, mein Lieber. Ich glaube, du hast den Knall nicht gehört. Ich
glaube, du hast echt den Knall nicht gehört. So, wenn wir das dann alles haben, gehen wir wieder zurück. Das waren schön, ein paar Blöcke auf jeden Fall. Hawkeye haben wir jetzt gut Blöcke auf jeden Fall wieder gekriegt. Alle Blöcke, aber Hawkeye. Bitte, nee, alle Blöcke, aber bitte Hawkeye, genau, danke. Ja, da war doch wieder schön was dabei, auf jeden Fall. Hat sich doch gelohnt. Und dann sagt das Rad da eben noch ein. Ich brauche es zwar nicht, aber man kann es ja mal mitnehmen. Aber ich habe auch gesehen, genau, können wir auch gleich mal kurz nachgucken. Und zwar, man kann auch Teile verschrotten. Pass auf. Vielleicht bringt uns das was, wenn wir sogar Teile verschrotten, so ein bisschen. Das ist ein Hawkeye-Teil. Moment. Das ist ein Hawkeye-Teil. Das wollen wir mitnehmen. Moment, pass auf. Bock dich mal. Mach mal einen Bock. Danke, mach mal einen Bock. So, du bist auch wieder voll. Alka, du kannst voll bleiben, es ist kein Problem. Achso, die kleine Kanone steht da noch rum. Ja, gehen wir hier drauf eben. Moment, dann auf den da. So. Unser kleiner Flitzer hier. Sock den mal gerade ein, den Kollegen. Einsaugen vielleicht, hallo? Irgendwie in der Richtung. Und halt so, bis du den einsaugst, sind hier wieder Jahre vergangen hier. So. Genau, pass auf. Wir bauen die einfach mal gerade ganz kurz alle daran, damit ich die mal eben gerade alle da liegen, stehen habe. So. Und zwar, wir machen das jetzt folgendes. Wir machen das jetzt hier weiter so. Ich mache jetzt eine Lagereinheit, wie hier, ne? Da ist jetzt die allgemeine Lagereinheit, ne? Das heißt, ich brauche eine Menge Bänder jetzt wahrscheinlich. Wen schießt der da gerade? Achso, da hinten auf die Dingens. Hallo? Mal gerade, du bist hier völlig unnütz gerade. Ist mal gerade richtig warm hier. Mach den mal richtig kalt. Genau, dankeschön. Viel besser. So, dann würde ich das Ding wirklich gerne hier vorne mit dran setzen. Problem ist halt nur, das wäre jetzt sehr ärgerlich. Da baue ich es lieber ab, weil ich habe die ganzen Batterien hier alle vollgeladen. Dann würde ich die wirklich lieber gerne alles da dran setzen. Wäre, glaube ich, angenehmer, ne, an der Stelle. Vielleicht können wir das nämlich sogar dann da drunter bauen. Unter die ganzen Bänder können wir das nämlich dann setzen. Wäre eigentlich die Idee, ne? Dass wir das Ding komplett hier dran setzen. Dann baue ich das Ding halt nochmal ab. Dann mache ich die Lieferkanone halt nochmal hier hinten dran. Wenn ich was verkaufen will. Und so, ja, kann man eigentlich, könnte man eigentlich machen. Das wäre eigentlich die Idee. Weil eigentlich brauche ich die... Ich brauche die Lieferkanone auch nicht unbedingt, ne? Aber warte mal, ich wollte was gucken. Genau, und zwar, Moment mal gerade. Und zwar diesen Verschrotter. Es gibt auch einen Verschrotter. Moment. Lieferkanone. Da, Verschrotter. Und zwar, der nimmt nämlich Items auf und schmeißt dafür Rohstoffe raus. Du kannst nämlich zum Beispiel, die Räder hier, nimmt er sich nämlich dann. Ah, da doch nicht. So. Und dann macht er nämlich Kratz, Patz und Fatz und weg damit. Und leider liefert er das nicht da dran. Wahrscheinlich, wenn wir das so machen, pass auf. Wir machen da einfach so ein Dingens dran. Wo habe ich die denn jetzt, die Dinger? Wo waren die denn jetzt nochmal? Die sind doch hier dabei, ne? Hä? Wo sind die denn jetzt? Sind die hier dabei? Nee. Hier? Da sind sie doch, mein Gott. Blind ist er auch noch. So.
Denn dann müsste er nämlich von hier aus da reinsaugen und müsste dann automatisch hier ansaugen. Gucken wir mal gerade. Und zwar geht das auch. Nimmt er die Dinger auch? Die nimmt er auch. Sehr gut. Gucken wir mal gerade. Ja, bringt nichts, ne? Oder wir müssen das über ein Band machen. Okay, gut. Ist jetzt nicht die schwierigste Sache auf jeden Fall. Wir können ja theoretisch eigentlich, wenn das nur so funktioniert, können wir halt ein Band hier dran setzen. Das ist jetzt nicht das große Problem. Ja, das geht schon. Das ist nicht das Problem. Problem ist halt immer dieses mit der Kamera. Das nervt mich total, ne? Wirklich. Pass auf. Oh, shit. Das war nicht so geil. Das wollte ich eigentlich nicht.